Hochzeitskanal. Freut mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Es geht heute um Zelte, um Hochzeitszelte, weil in so einem Festzelt mit so Plastikwänden, wo noch außen drauf steht, Festzelt, dingenskirchen.eu.de/CHAT, wirklich nicht. Es gibt sehr schöne Zelte. Und ja, wir müssen ja auch mit Zelten rechnen, beziehungsweise damit, dass das Wetter vielleicht nicht so sexy ist, sondern dass es vielleicht regnet, zu kalt ist oder sonst was tut. Entsprechend ja, braucht man ein Grundstück, wo man ein Zelt aufstellen kann. Es gibt Zelte, die durchsichtig sind, auch oben. Das heißt, man ist quasi fast wie draußen, hat aber die Möglichkeit, sich zu schützen, wenn es eben zu kühl ist oder es tatsächlich eben regnet. Wir haben in der Schweiz, ich glaube, so 5 Tropennächte, das heißt, es ist weniger kühl als 25 Grad. In der Regel ist es eigentlich kühler. Also am Abend draußen zu sitzen, ist manchmal schon so eine Paschmina-Gefahr. Und was ja ganz, ganz oft ist, dass man um 10 Uhr ja auch draußen gar nicht mehr feiern darf, weil ja rundherum irgendwelche Menschen wohnen. Es gibt immer Ausnahmen, gerade wenn wir in die Toskana fahren und irgendwo in einem Weingut sind, irgendwo in der Pampa, da interessiert das niemanden, ob wir um 10 noch feiern oder um 12 oder morgens um 2. Wenn Sie ein Zelt auswählen, denken Sie daran, dass Sie auch einen Boden brauchen. Weil wenn es wirklich tagelang geregnet hat, dann nützt Ihnen ja ein Dach eigentlich herzlich wenig, weil Sie ja dann irgendwo in dem Matsch stehen. Holzzelte sind wunderschön und kosten, wenn man sich ein bisschen auskennt, gar nicht mal viel mehr. Büschen vielleicht, weil die Konstruktion so gemacht ist, dass man ein bisschen mehr Zeit braucht, um diese aufzubauen. Es gibt auch wunderschöne Wintergärten, Orangerien, die man mieten kann. Aber vielleicht sehen Sie schon die Dollarzeichen in meinen Augen. Es ist richtig, richtig teuer. Kann man aber machen. Also sollten Sie ein ganz großes Budget haben, rufen Sie mich unbedingt an. Ich würde sehr gerne so eine Orangerie-Garten, Wintergarten-Hochzeit mit Ihnen planen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen schönes Wetter, dass Sie das Zelt vielleicht nicht brauchen. Aber wenn Sie es brauchen, dann geben Sie uns Bescheid. Es ist nämlich nicht so einfach, den richtigen Zeltbauer zu finden. Bis bald. Tschüss.